So, Veronika ist hier. Ich bin jetzt mit Alina beim Training. Sie ist die Gewinnerin meines Gewinnspiels. Und ja, wir gehen heute ein paar Übungen durch. Wir sind jetzt schon aufgewärmt. Und ja, Alina, willst du kurz was über dich sagen? Hast du schon vorher Kraftsport gemacht? Oder was hast du vorher gemacht? Ja, also zurzeit mache ich fünfmal die Woche Sport. So eine Mischung aus Kraftsport ein bisschen und Ausdauer. Und ich will jetzt ab Mai auf freie Gewichte umsteigen. Also Kraftsport eher so wie Bodypump, ne? Genau. So Kurse, genau. Und jetzt geht's mit Gewichten los. Okay, auf geht's. Eine der Grundübungen. Und am Anfang zur Aufwärmung, da auch immer 10 ganz große Gewichte. Weil die Stange an sich wiegt ja auch schon 20 Kilo oder so. So auf Augenhöhe sein. Und hier ist es wichtig, dass du so leicht ins Hohlkreuz gehst, weil du sonst der Rückenverletzung zusetzt. Dann tastest du wieder an, also nicht so breit. Also die Männer machen es immer so breit, aber sind ja Frauen. Ich bin auch nicht so breit, so ein bisschen Schulterbreit, ein bisschen mehr vielleicht. Und dann ist es auch wichtig, dass deine Handgelenke nicht abdrücken, also dass du es nicht so hältst, sondern so, dass hier fest im Handgelenk ist, dass es hier eine Linie ist. Das ist wichtig, weil du sonst wieder auch Verletzungen führen kannst. So, dann eigentlich Arme auch nicht ganz durchdrücken. Und dann immer so runter bis zur Brust anwächst und wieder hoch, aber nicht ganz durchdrücken. Und ausatmen, wenn du drückst. Brustübung. Immer nur. Und zusammen. Ganz, 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 ganz
Sehr schade finden, Frauen an die Handeln. Und hast du dann ein bisschen Respekt davor, in den Männerbereich zu gehen? Also am Anfang schon, jetzt mittlerweile denke ich mir, ja, wieso soll ich das nicht machen? Genau. Einfach dran gehen und die Männer verscheuchen. So mache ich es auch. Was ich auf jeden Fall sagen kann, wenn du als Frau in den Männerbereich kommst, auch wenn du es nicht merkst, ihr seid auf jeden Fall die Stars, brutal. Stimmt, es gibt ja keine Zeit. Total unsauber werden. Das ist nicht so gut. Okay, weiter geht's mit den Beinen.